Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft FeeDzBeast Beyond. Heute wollen wir mal so ein bisschen vorankommen, würde ich mal behaupten. Und zwar, wir bauen uns einmal eine Fertigungsapparatur und eine Ackerbaustation. Damit wir schon mal so ein bisschen Richtung nahrhaftem Destillat arbeiten können. Für alles Weitere, zum Beispiel für unser Interface. Und wir fangen mit der Fertigungsapparatur an, damit wir die Stromversorgung der Kohleöfen, also hier unser Stirling Generator, ein bisschen erhöhen können. Dafür brauchen wir auch nur ein paar Eisenbarren, eine Workstation, Z-Logic Control und eine Maschinenhülle. Die Maschinenhülle ist ja das Einfachste überhaupt. Ich glaube, das haben wir sogar alles noch da. Bin mir gerade gar nicht sicher. Wir haben ein bisschen umgeräumt. Wir haben alles unten, glaube ich. Lass uns mal ganz kurz gucken gehen. Haben wir eigentlich unten schon eine Werkbank? Ja. Wir haben eine Werkbank. Das ist perfekt. Da wollen wir nicht hin. Zumindest noch nicht. So, wir haben ja hier so ein bisschen was verteilt. Oder schon mal ein bisschen was aufgeräumt, ne? Wir müssen mal gucken. Kupfer dürfte eigentlich da. Und was war das noch? Ein Goldklumpen, glaube ich, ne? Für dieses... Zwei Goldklumpen. Die auch schon drin. Wir haben nur noch einen. Perfekt. Komm mal her, Goldbarren. So, wir brauchen zwei Goldklumpen. Brauchen wir für das andere Ding eigentlich auch eine Maschinenhülle? Ja. Dann brauchen wir sogar nochmal zwei und... So. Zack, dann können wir nämlich hier schon mal den... Ach, ich vergesse immer, dass ich doppelt klicken muss. Egal. So, zwei von denen. Dann brauchen wir 8-mal Eisen. Beziehungsweise für den Adapter brauchen wir 6. Das heißt, 6... 14. So, für den haben wir es. Die Workbench bauen wir uns gleich noch. Da brauchen wir 2 bzw. 4-mal Solarium. Das heißt, wir brauchen 4-mal Seelensand, 4-mal Gold. Und Seelensand haben wir, glaube ich, oben. Den Seelensand brauchen wir natürlich auch noch für unsere Farm. Wo ist der Seelensand? Da. Und... Also wir werden Netherwarzen anpflanzen, um das mal eben zu sagen. Wir werden Netherwarzen anpflanzen und eine Mobfarm bauen. Ist da gerade mein Ton ausgefallen? Mein Ton ist weg. Wieso ist mein Spielton weg? Hallo? Komisch. Ignorieren wir das einfach mal. Jetzt ist er ja wieder da, warum auch immer. So, für die Slice and Sprite brauchen wir noch 2-mal Zombie-Köpfe, 2-mal Redstone und 4-mal Silizium. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja. Wir werden eine Nieterwarzenfarm machen, unten, mit der Ackerbaustation. Die werden wir gleich bauen. Und dann werden wir uns eine Zombie-Farm bauen. Also, das werden wir alles nicht heute schaffen, ne, sondern das ist das, was jetzt so geplant ist. Und mit der Zombie-Farm werden wir dann quasi das verrottende Fleisch kriegen. Und über die Netherwarzenfarm werden wir uns Netherwarzen besorgen. Hey! Und aus den beiden zusammen machen wir das nahrhafte Destillat. Das heißt, wir werden uns dann noch hier einen Bottich bauen. Ja, der ist auch relativ einfach. Und dann werden wir 2 Crawler daneben stellen, sodass wir das alles vernünftig herstellen können. So, da haben wir noch... Haben wir eigentlich noch Zaun?
Haben wir noch Zaun? Haben wir noch Zaun? Da sowieso nicht. Oh, sechsmal. Wir sollten vielleicht noch ein bisschen Zaun herstellen. So. So. Wie gesagt, das hier Lager ist hier noch nicht angeschlossen. Ich habe da nur die Leitung schon mal gezogen. Das hier ist ja oben an die Smeltery-Kiste angeschlossen. Und sollte das eigentlich passen. So, das Ganze wollen wir zwei perfekt. Jetzt haben wir es wieder raus hier, wie das funktioniert. Vergessliche kleine... Kannst du auch mal eine Workbench mitnehmen, wenn du schon eine brauchst, ne? Dann solltest du dir vielleicht auch eine Workbench machen. So. Zack, zack, Fertigungsadapter. Und für die Ackerbaustation brauchen wir noch pulsierenden Kristall und elektrischen Stahl. Das dürften wir eigentlich alles haben. Genau, 4x Eisen, 4x Silizium, 4x pulverisierte Kohle. Die müssten wir eigentlich... Eigentlich sollten wir irgendwo... Ich glaube, ich habe irgendwo schon mal pulverisierte Kohle hergestellt. Nö. Nö. Hatte ich nicht pulverisierte Kohle? Im Inventar? Nein. Okay, wir haben keine pulverisierte Kohle, macht aber nichts. Oh, doch, wir haben pulverisierte Kohle. Ich wusste, irgendwo haben wir pulverisierte Kohle. Und ein bisschen Schwefel, perfekt. 4 Stück, 1, 2, 3, 4. 4x Eisen und 4x Silizium. Silizium. Gut, dass ich ein bisschen was von dem Silizium hergestellt habe. So, steht noch auf Legierung? Yep. Immer überprüfen, Leute. Immer überprüfen, ob das noch auf Legierung steht, weil sonst habt ihr irgendwann mal ein Problem. So, jetzt müssen wir gleich noch pulsierenden Stahl machen. Da brauchen wir eine Ender. Brauchen wir dafür eigentlich nur einen? Moment mal eben ganz kurz. No, 8, 2, okay. 2 Dias. Und 2 Enderperlen. Ich habe noch keinen Enderman-Kopf. Ich hätte gerne schon einen Soulbinder gebaut. So dass wir dann quasi die Seele fangen können für unsere Mobfarm. Allerdings. Ja, habe ich leider noch keinen Enderman-Kopf. Ja, wir sind da zwar dran am Farmen. Zweimal Eisen. Aber. Noch ist es leider nicht so. Und noch müssen wir hier auch rumlaufen wie wild, weil wir ja noch unseren Inventarpanel nicht haben. Und ich werde das dann so machen, ich werde 2 Inventarpanel machen, denke ich mal. Ich werde eins hier irgendwie hier unten machen, dass wir hier weiterarbeiten können. Der Raum hier soll ja quasi als Produktionsraum bleiben. Und ein Inventarpanel oben, dass wir von draußen halt Zugriff drauf haben. So, ja, du dürftest da ruhig, genau. So. 2 pulsierende. Die anderen habe ich auch. Dann dürfte doch jetzt bis auf die Dia-Spitzhacke. Ich wusste, ich habe was vergessen. 1, 2, 3. Haben wir noch Stöckchen? Hol das Stöckchen. Kein Stöckchen. Das Stöckchen? Nein. Stöckchen? Nein. Stöckchen? Nein. Schade. Kein Stöckchen. So. Zack, zack. Oh, sogar ein Dings zu viel, ein Dia. Keine Dias verschwenden hier, solange wie wir noch nicht genug Dias haben. So. Ackerbaustation. Check. So, dann gehen wir mal nämlich hier hin. Denn die Ackerbaustation, oh, Vorsicht, Loch, soll hier hin. Na, die kommt quasi da in der Mitte. Dann kriegt sie noch ein schönes Tinker's Construct Werkzeug. Und hier drumherum machen wir Soul Sand. Das werden wir gleich als erstes machen, sobald wir den Fertigungsadapter gesetzt haben. Der Loch im Button. Da geht quasi dann die Stromleitung durch.
Es wird alles unterirdisch. Hier kommt die Hauptader. Hier kommt also alles, Item, Flüssigkeit, was wir auch immer an Leitung brauchen, kommt hier in die Mitte rein. Dass wir dann hier quasi den Gang ausfüllen können. Hier kommt die Mob-Farm rein. Die setzen wir da in der Mitte rein. Auch von unten versorgt. Hier kommt dann der Item Grinder und der EP Grinder rein. Und dann führen wir das alles hier zusammen durch und werden entweder hier oder einen Raum daneben, ich bin mir noch nicht 100% sicher, ich denke mal einen Raum daneben, werden wir dann die Flüssigkeitenproduktion machen und daran vorangehen. Gott, ist das ein schweres Wort. So, wir stellen auf jeden Fall jetzt da in die Lücke. Ich habe da extra schon Strom hingelegt. Mal gucken, treffe ich von hier? Ja, perfekt. Stellen wir den Fertigungsadapter hin und sagen ihm mit Kohle: Du machst aus einem Ding quasi einen Kohleblock. Dann sagen wir dem Strommenschen, dass du von da Input hast. Genau, perfekt. Und der dürfte auch noch auf da Input stehen. Genau. Und dem Fertigungsadapter sagen wir natürlich, dass er einen Input aus der. Na, krieg ich den? Krieg ich ihn? Krieg ich ihn? Komm, so. Sagen wir ihm natürlich, du sollst einen Input haben von hier. Und jetzt zieht er sich da Kohle rein. Ordentlich. Der wird jetzt wahrscheinlich das ganze Ding da leer saugen. Gehen wir mal einfach von aus. Und die produzieren jetzt aus Kohleblöcken Energie, was natürlich eine Brennrate von 133% hat. Nee, was eine höhere Brenndauer hat, ne, weil 9 Dinger, also dementsprechend arbeitet es effizienter. So. Das haben wir. Dann können wir mal kurz hier rüber gehen. Können uns, warte mal, wir nehmen uns mal einen Stack Soul Sand mit, dann können wir das schon mal ein bisschen vorbereiten. Und irgendwo ist hier noch, ich muss gleich mal draußen gucken, offscreen, da ist irgendwo ein Skelett bei meiner Base, das nervt mich. Ich mag dieses Geklimper nicht. So, also. Zack, zack, weil Item und Strom. Itemleitung können wir da schon mal ein bisschen lang ziehen. Zumindest bis außerhalb des Raumes, so. Und die Ackerbaustation, beziehungsweise setzen wir jetzt erstmal den Soul Sand, bis das passt. Denn wir müssen die Ackerbaustation, glaube ich, einen höher setzen. Und haben wir jetzt zu wenig Soul Sand? Ich hoffe nicht. Nein, haben wir nicht. So. Ach so, ja, da komme ich ja so nicht raus. Sehr schön. So. Zack, damit wir da auch wieder rauskommen. Und wir können, glaube ich, können wir jetzt hier noch drauf? Ja. Erstmal noch. Die Netherwarzen werden natürlich im Dunkeln angepflanzt. Logisch. Und jetzt haben wir, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, sogar ein. Mit dem passt das. Und dann setzen wir die Ackerbaustation hier oben schon mal drauf. Hat sie natürlich no power, no item. Logisch. Ist aber nicht weiter dramatisch. Die kriegt auf jeden Fall eine Tinker's Construct Axt. Breithacke, also dieses Ding hier. Nur ein bisschen besser. Also das werden wir aus Adit herstellen. Dann kriegt das Ding das rein, damit das länger arbeitet. Und dann werden wir jetzt hier die. Wir machen uns mal hier einen Eingang, damit wir hier nachher noch rauskommen. So. Und dann werden wir da die Netherwarzenfarm auf jeden Fall hinstellen. Haben wir denn. Wir haben doch, glaube ich, genug. Also genug nicht, aber. Wir hatten aus dem. Du bist das. Was stehst du denn hier vor meinem Haus rum? Hast doch nicht mal angeklopft. Ja, wir haben mehr als genug Netherwarzen. Das passt. Können wir die nämlich schon mal setzen? Kann da zwar noch nicht arbeiten, weil wir uns noch Strom fehlt, aber das ist egal. Damit ihr schon mal seht, was ich meine. Also wir werden jetzt hier auf jeden Fall Netherwarzen anpflanzen. Komplett um diese Maschine drumherum. Und die Maschine wird uns quasi die Netherwarzen abfarmen, wird die immer gepflanzt lassen. Und so kriegen wir ein ordentliches Polster an Netherwarzen für die weitere Verarbeitung. Was uns sehr zugute kommt. Sagen wir so, wie es ist, ne? Die verwachsen schon. Können wir die restlichen Netherwarzen mal hier reinpacken? So, freut sich die Maschine schon.
Und den einen Soul Sand, den könnten wir. Ja, wir könnten den schon setzen. Zack. Gut. Item. Stromleitung müssen wir natürlich auch noch machen, weil wir wollen ja auch noch hier den Energiespeicher ein bisschen erhöhen. Wir haben jetzt hier einen Energiespeicher von 1 Million. Mit einem In- und Output von 1000 RF. Also den sollten wir auch noch ein bisschen erhöhen. Dass wir dann da noch ein bisschen. Ah, hat die Kohle rausgezogen. Dass wir dann noch ein bisschen mehr Leistung kriegen. Und jetzt müssen wir mal gucken, was brauchen wir für Stromleitung? Energieleitung. Dafür brauchen wir leitendes Eisen und Binder für 8. Stuck. Das war doch für leitendes Eisen. Jetzt habe ich das gerade schon wieder vergessen. Das war doch einfach nur. Ja, genau. Perfekt. Das heißt, wir schmeißen hier mal so und so. Machen wir uns einfach mal einen Stack davon. Und dann teilen wir das hier auf. Und das dürfte auch reichen. Sag ich jetzt einfach mal. Gut, liebe Lüd. Wir werden beim nächsten Mal weitermachen. Da werden wir auf jeden Fall hier vorankommen, was die Ackerbaustation angeht, was die Mobfarm angeht, werden wir, denke ich mal, auch vorankommen. Müssen wir mal gucken, ob ich einen Enderkopf finde. Und würde mich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch, einen Kommentar da lasst. Wie gesagt, ich hoffe, es gefällt euch alles so, was ich mache. Wenn nicht, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ich wünsche euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen, schönen Nachmittag, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und sag, bis zum nächsten Mal.